haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Schlechtes Timing. Ein junger Mann rief mich an und fragte, ob ich interessiert daran wäre, 100 Fernsehsender zusätzlich zu empfangen. Ich fragte ihn, wozu das gut sein soll. Er redete von Programmvielfalt und ich gähnte. Der junge Mann redete weiter, auch als ich mir einen Kaffee machte und in der Zeitung blätterte. Als eine Stunde später Frau Rupf mein Büro betrat, redete er noch immer. Ich legte den Hörer in die oberste Schreibtischschublade. Tolles Ambiente. Wir hatten diesen Retro-Style eingerichtet. Falls Sie die Möbel kaufen möchten, mache ich Ihnen einen guten Preis. Ist nicht mein Ding. Sieht aber gut aus. Wie eine Filmkulisse aus dem letzten Jahrhundert. Für junge Menschen ist bereits der Hit des letzten Sommers ein Oldie. Es dreht sich immer alles schneller. Nur meine Klientinnen drehen sich gerne im Kreis. Okay, zur Sache. Bei mir wurde eingebrochen. Dafür ist die Polizei zuständig. Wir haben Spuren gesichert. Mach mir aber keine großen Hoffnungen. Alle Einbrecher werden früher oder später geschnappt. So lange kann ich nicht warten. Mir wurden Material für 10 Sendungen gestohlen. Sie arbeiten für die Programmvielfalt. Menschen unter uns. Sie kennen die Sendung sicherlich. Noch nie davon gehört. Die Menschen unter mir unterhalten sich in einer seltsamen Sprache und schreien sich ab und zu an. Für sowas schaue ich nicht fern. Ich porträtiere ganz gewöhnliche Menschen von der Straße. Genau genommen stelle ich den Leuten 3 Fragen. Wer die 3 Fragen beantwortet, kommt ins Programm. Früher musste man von einem Hochhaus springen oder die Bibel rückwärts rezitieren können, um ins Fernsehen zu kommen. Tatsächlich? Ja. So gut kenne ich mich in der Fernsehgeschichte nicht aus. Ihnen wurden Porträts unbekannter Menschen gestohlen. Ich habe 10 Sendungen vorproduziert. Ich schneide alles selber auf meinem Computer. Der Einbrecher hat meine Kamera, meinen Computer und meine Festplatte mitlaufen lassen. Und was hat er sonst noch gestohlen? Nichts. Die Polizei sagt, dass er überrascht wurde. Ich glaube, dass er nichts anderes stehlen wollte. Und wer könnte an dem Kram interessiert sein? Entweder jemand, der mir beruflich schaden möchte, oder jemand, den ich porträtiert habe. Haben Sie den Leuten unanständige Fragen gestellt? Wo denken Sie hin? Alles ganz brav und banal. Dann gibt es keinen Grund, das Material zu stehlen. Es kommt manchmal vor, dass die Leute nachhinein nicht mehr möchten, dass der Film ausgestrahlt wird. Es genügt, wenn man mir das mitteilt. Sie löschen die Filme? Nein, aber sie werden nicht ausgestrahlt. Vielleicht wollte jemand sicher gehen, dass das Material vernichtet wird. Kann sein, macht aber nicht viel Sinn. Gab es zuletzt Personen, die nicht mehr wollten, dass das Material ausgestrahlt wird? Ja, 2. Ein älterer Mann und eine junge Frau. Sie haben die Adressen der beiden. Wie viel kostet das, wenn Sie mir das Material wieder besorgen? Wie viel erhalten Sie für die 10 Beiträge? Ich werde nicht reich damit. Dann geht es uns gleich. Vielleicht werden Sie eines Tages auch in einem Retro-Büro seltsame Aufträge entgegennehmen. No way, ich mache Karriere. Menschen unter uns ist erst der Anfang. Ich schrieb mir die Adressen der beiden Verdächtigen auf, blätterte ein paar hübsche Banknoten auf den Schreibtisch und verabschiedete sich mit einem gut eingeübten Lächeln. Der Mann von der Programmvielfalt redete noch immer, als ich mein Büro verließ. Sie arbeiten für diese Fernsehanstalt? Ich bin nur ein freier Mitarbeiter, der sich um das Schicksal jener Menschen kümmert, die täglich ausgestrahlt werden. Ich habe mein Einverständnis zurückgezogen. Sie hatten zweifellos gute Gründe dafür. Und ob ich die habe? Ich wurde von der jungen Frau überrumpelt. Sie hat mir Fragen gestellt und ich habe geantwortet. Danach hielt sie mir einen Zettel unter die Nase, ich unterschrieb und gab das Einverständnis für die Ausstrahlung. Was Sie umgehend bereut haben? Ja, ich wurde überrumpelt und habe völlig idiotisch geantwortet. Die ganze Nachbarschaft würde sich totlachen, wenn sie mich so sieht. Die Nachbarschaft ist sich im Fernsehen Schlimmeres gewohnt. Dieser Sender strahlt den Beitrag rund um die Uhr im Stundentakt aus. So etwas brennt sich in die Köpfe der Menschen ein. Alle würden mich künftig nur noch als Idioten betrachten. Deshalb sind Sie in die Wohnung der Reporterin eingebrochen und haben das Filmmaterial gestohlen. Ja? Also, sind Sie noch bei Trost? Darf ich mich ein wenig in Ihre Wohnung umsehen? Moment. Haben Sie eine versteckte Kamera dabei? Ich arbeite nicht fürs Fernsehen. Eben behaupteten Sie das Gegenteil. Ich bin Privatdetektiv. Das kann jeder behaupten. Ich werde die Polizei anrufen, wenn Sie nicht sofort meine Wohnung verlassen.
Da ich keine Lust auf ein nettes Gespräch mit netten Beamten hatte, verließ ich die Wohnung und ging zu Frau Brühlmann, die in einem anderen Stadtteil arbeitete. Ich schaue mir die Sendung jeden Tag an. Deshalb war ich zuerst happy, als die Frau auf mich zukam und mir die 3 Fragen stellte. Und weshalb sind Sie jetzt nicht mehr happy über den Beitrag? Mein Mann schaut sich die Sendung auch gerne an. Und Sie möchten nicht, dass Ihr Mann Sie im Fernsehen sieht? Es ist mir peinlich, darüber zu reden. Nur zu. Meloni ist Peinlichkeiten gewohnt. Ich wurde vor dem Haus Nummer 20 angesprochen. Und das ist peinlicher, als vor dem Haus Nummer 30 angesprochen zu werden. Im Haus Nummer 20 wohnt der beste Freund meines Mannes. Und Sie haben den besten Freund besucht? Ich habe mit ihm Schluss gemacht, an jenem Nachmittag. Aber vorher haben wir noch einmal, naja, er macht Dinge mit mir, die mein Mann nie mit mir macht. Sie hatten Angst, dass Ihr Mann Sie beim Seitensprung ertappt oder peinliche Fragen stellt? Ich rief an und sagte, dass ich mein Einverständnis zurückziehe. Und danach klauten Sie die Kamera, nur um ganz sicher zu gehen? Die Kamera wurde gestohlen? Ja. Das darf jetzt nicht wahr sein. Plötzlich tauchen die Filme im Internet auf und alle können mich sehen. Sie und Ihr Liebhaber, der Dinge mit Ihnen macht, die Ihr Mann nie mit Ihnen macht? Nein, der Beitrag, die 3 Fragen vor dem Haus, in dem der beste Freund meines Mannes... Oh Gott, das darf nie veröffentlicht werden. Ich werde mich darum kümmern. Tun Sie das und sorgen Sie dafür, dass das Filmmaterial vernichtet wird. Sie führte mich zur Tür und drückte mir zum Abschied einen Hunderter in die Hand. Er fühlte sich gut an. Meine Klientin war bereits dabei, neue Beiträge aufzuzeichnen. Offenbar kannte sie keine Schamgrenze und befragte jeden, der ihr vor die Kamera lief. Hier wird nicht gefilmt. Ich wollte Ihnen nur die 3 berühmten Fragen stellen. Hier stelle ich Fragen. Was tun Sie hier und weshalb ist dieser arbeitslose Privatdetektiv in Ihrer Nähe? Frau Rupf arbeitet an einem Porträt über mich, das im nächsten Jahr an den Solothurner Filmtagen für Furore sorgen wird. Sie sollten einen Dokumentarfilm über die Polizei drehen. Das ist interessanter als ein trinkfester Schnüffler. Ich brauche neue Beiträge für meine Rubrik. Wenn Sie nicht mitmachen, dann suche ich mir eben andere Passanten. In dieser Straße wird nicht gefilmt. Diese Straße ist ein Tatort. Sie haben eine Leiche gefunden. Üble Sache, Maloney. Der Mann lag vermutlich seit 1 bis 2 Tagen tot in seiner Wohnung. Die Stichverletzungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Darf ich die Leiche filmen? Das ist wieder typisch. Menschen werden immer morbider. Haben Sie bei dem Toten eine Videokamera sichergestellt? Eine Videokamera? Ja. Glauben Sie, dass der Tote in meine Wohnung eingebrochen ist? Was für eine Wohnung? Was für ein Einbruch? Was für ein Toter? Letzterer wurde von Ihnen sichergestellt. Ach so, die Leiche im Haus Nummer 20. Der Tote liegt im Haus Nummer 20. Was ist daran so seltsam, Maloney? Leichen können überall herumliegen. Steht nirgendwo geschrieben, dass die Haus Nummer 20 leichenfrei gehalten werden müssen. Vor dem Haus habe ich vor ein paar Tagen gefilmt. Wenn ich das gewusst hätte, ein Mord live gefilmt, damit kann man berühmt werden. Frau Rupf schaute auf ihre große Armbanduhr und schüttelte den Kopf. Mindestens 3 Leute wollte sie noch befragen. Als ich am nächsten Morgen erwachte, stand der Mann von der Programmvielfalt plötzlich in meinem Büro. Er schaute sich um und sein fröhlicher Gesichtsausdruck wich blankem Entsetzen. Wir könnten ein Glasfaserkabel hochziehen, dann wären Sie wenigstens technologisch auf dem neuesten Stand. Und wozu soll das gut sein? Ach, Fernsehen in HD, ultraschnelles Internet. Unsere Geschäftskunden sind begeistert von unserem Angebot. Teure Abonnente kann ich mir nicht leisten. Neben den neuen Fernsehsendern erhalten Sie auch Kinofilme auf Abruf. Mir wären Klientinnen auf Abruf lieber. Ja, eine moderne Infrastruktur wirkt anziehend auf junge Menschen. Haben Sie auch etwas im Angebot, das ausziehend auf junge Damen wirkt? 2 Kanäle, die ausschließlich Filme mit Happy End zeigen. Das ist mir zu wenig. Unter 10 Kanälen mit Happy End läuft bei mir nichts. Naja, vermutlich ist es sowieso besser zu warten, bis das Haus abgerissen wird. Ich zeigte zur Tür und er ging. Es dauerte Stunden, bis ich mich von seinem Besuch erholt hatte. Frau Brühlmann erholte sich von einer schlechten Nachricht. Haben Sie von dem Mord gehört? Haus Nummer 20. Steff hat noch gelebt, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Ihr Liebhaber ist ermordet worden. Ich habe an jenem Nachmittag mit ihm Schluss gemacht. Haben Sie sich schon bei der Polizei gemeldet? Die werden mich verhaften und verhören. Wie soll ich das meinem Mann erklären? Manchmal ist die Wahrheit das kleinere Übel. Mein Mann würde total ausrasten.
Können Sie das nicht für mich erledigen? Ich soll für Sie bei der Polizei aussagen? Nein, Sie sollen Steffs Mörder überführen. Das kostet Sie eine schöne Stange Geld. Ich habe 1000 Franken dabei. Und was machen Sie mit so viel Taschengeld? Finden Sie den Mörder. Entlasten Sie mich. Ihr Liebhaber wurde vermutlich an jenem Nachmittag getötet, als Sie mit ihm Schluss machten. Vielleicht hat er sich ja selber umgebracht und es so aussehen lassen, als habe ich ihn getötet. So etwas kommt nur in schlechten Filmen vor. Wie lange wird es dauern, bis sich die Polizei bei mir meldet? Sobald die Anrufe aus seinem Handy überprüft wurden. Wir haben fast nie telefoniert, nur ab und zu eine SMS geschrieben. Wahrscheinlich wird die Polizei zuerst mit meinem Mann reden. Steff und mein Mann, die kannten sich seit der Schule. Es gibt Wochen, in denen ich keinen einzigen Auftrag erhalte. Und es gibt Tage, an denen alle etwas von Meloni möchten. Meine erste Klientin erkundigte sich, ob ich ihre Ausrüstung gefunden hätte. Sie hatte mittlerweile 3 neue Beiträge im Kasten. Ich erkundigte mich bei der Polizei nach dem Stand der Ermittlungen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Der Mann lag 2 Tage tot in seiner Wohnung. Und niemand wunderte sich darüber, dass sie keinen Anruf entgegennahm und nicht zur Arbeit erschien. Bei Ihnen wundert sich auch niemand darüber, dass Sie seit Jahren zur Arbeit erscheinen, aber nichts tun, was den Namen Arbeit verdient. Für Menschen wie Sie, Maloney, ist die Arbeit der Polizei viel zu komplex. Sie gehen schrittweise vor, während wir in größeren Zusammenhängen denken. Bei Ihnen müssen die Gedanken eine größere Strecke zwischen den einzelnen Gehirnzellen zurücklegen. Deshalb dauert alles ein wenig länger. Der Mord ist so gut wie geklärt, Mann. Gratuliere, hat das Tatmesser gestanden. Uns wurde anonym eine Festplatte zugespielt. Darauf ist Filmmaterial gespeichert. Es wurde am Tatnachmittag vor dem Haus Nummer 20 aufgenommen. Es sind mehrere Personen zu sehen, die das Haus verlassen. Eine dieser Personen muss die Tat begangen haben. Das Filmmaterial gehört meiner Klientin. Sie sollten es mir überlassen. Damit können Sie nichts anfangen, Maloney. Das ist alles digital. Oder möchten Sie die Festplatte an eine Flasche Whisky anschließen? Meine Klientin ist die rechtmäßige Besitzerin. Das Material wurde ihr gestohlen. Sie soll sich bei uns melden. Und die Formulare 76a und 78c ausfüllen. Das ist ja schlimmer als die Steuererklärung. Ja. Sie können jede Leiche von der Steuer absetzen, Maloney. Wir müssen für jeden Franken Rechenschaft ablegen. Er legte ab und ich ging. Frau Rupf war noch immer damit beschäftigt, neue Beiträge zu drehen. Dabei schreckte sie auch nicht davor zurück, Passanten mehrmals zu befragen. Ich möchte das nicht. Sie werden berühmt. Alle Nachbarn werden Sie sehen. Das sagen Sie schon beim ersten Mal. Und dann erzählt ich völligen Blödsinn. Die Nachbarn werden über mich lachen. Ach was, Sie sollten das ganz entspannt sehen. Nehmen Sie ihn. Er ist spontan und er hat was zu sagen. Okay. Maloney, sind Sie bereit? Zu viel Publizität ist schädlich in meinem Beruf. Wenn mich jeder kennt, kann ich keinen mehr beschatten. Bei mir ist das genauso. Wenn mich jeder beschattet, dann kennt mich keiner mehr. Darf ich das so ausstrahlen? Was habe ich gesagt? Sie sollten mich mit Frau Rupf alleine lassen. Wir haben etwas zu besprechen. Nein. Zuerst die 3 Fragen. Ich brauche noch einen Beitrag. Gleich beginnt es zu regnen. Ich sage nichts mehr. Und ich will nicht ins Fernsehen. Dieser Mann ist mein Zeuge. Ich werde Sie ausstrahlen, wenn Sie mich verklagen. Der Mann ist genauso verwirrt wie die hiesige Polizei. Genau, ja. Und ich werde jetzt zur Polizei gehen und das Fernsehen verbieten. Er schaute sich um, machte einige Schritte in die eine Richtung, drehte sich und ging in die andere Richtung weg. Frau Rupf schaltete die Kamera aus und verstaute sie in einer Tasche, als es zu regnen begann. Die Festplatte ist bei der Polizei? Jemand hat sie anonym zugestellt. Das macht nicht viel Sinn. Sie sollten sich das Material anschauen. Vielleicht wurde es manipuliert. Glauben Sie, dass auf dem Originalmaterial der Mörder zu sehen ist? Außer dem Mörder hatte keiner ein wirklich gutes Motiv, um bei Ihnen einzubrechen. Okay, ich schaue mir das Material mal an. Aber nur unter der Bedingung, dass ich die Festplatte danach mit nach Hause nehmen kann. Ich muss Ende Woche eine neue Staffel abliefern. Die Polizei wird Sie dazu nötigen, mindestens 35 Formulare auszufüllen. Das kenne ich vom Fernsehen. Da gibt's auch für alles ein Formular. Bürokratie wurde erfunden, damit die Menschen, die nicht kreativ sind, auch etwas zu arbeiten haben. Wir fuhren gemeinsam ins Polizeipräsidium. Die Festplatte war kopiert worden und nachdem meine Klientin routiniert alle Formulare ausgefüllt hatte, schaute sie sich das Filmmaterial in aller Ruhe zu Hause an. Es dauerte entsetzlich lange 2 Stunden, bis sie sich sicher war.
Es wurde nur eine Sequenz rausgeschnitten. Eine Sequenz? Ist das ein Tier oder etwas Unanständiges? 9 der 10 Gespräche sind auf der Festplatte. Ein Gespräch fehlt. Und wer war darauf zu sehen? Ein Gespräch mit einer jungen Frau. Frau Brühlmann? Genau. Die Frau, die ihre Einwilligung zurückzog und dich im Verdacht hat. Weshalb sollte sie den Film manipulieren und ihn dann der Polizei zustellen? Das sollten Sie Frau Brühlmann fragen. Und wenn Sie schon dabei sind, sagen Sie ihr, dass sie meine Kamera und den Computer rausrücken soll. Und noch was. Soll ich ihr in Ihrem Namen ewige Verdammnis wünschen? Ich möchte ein Exklusivinterview. Es würde wunderbar in das neue Format passen, das ich im Fernsehen anbieten möchte. Geständnisse. Zufällig ausgewählte Passanten machen ein Geständnis. Vermutlich hätte der junge Mann von der Programmvielfalt dies als neues Verkaufsargument genutzt. Als ich in meinem Büro den Fernseher einschaltete, lief ein Beitrag von Frau Rupf. Er war einigermaßen erträglich, nachdem ich den Ton wegdrückte. Frau Brühlmann hörte mir still zu, als ich ihr vom manipulierten Videomaterial erzählte. Sie schüttelte mehrmals den Kopf, schneuzte sich und bat mich, das Fenster zu schließen, da es kriminelle Pollen auf sie abgesehen hatten. Ich habe das Filmmaterial nicht gestohlen. Ehrlich. Menschen, die das Wort ehrlich in den Mund nehmen, sollte man besonders genau auf die Finger schauen. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich schneide mich doch nicht raus und schicke dann die Festplatte der Polizei. Vielleicht halten Sie sich für besonders clever. Das ist doch dämlich. Ein intelligenter Mensch hätte die Festplatte gelöscht und entsorgt. Sie aber hätten einen Grund gehabt, die Festplatte am Leben zu lassen. Tatsächlich? Dank der Manipulation wurden Sie bis jetzt nicht von der Polizei verdächtigt. Das ist richtig. Aber wird das auch so bleiben? Wusste jemand von Ihrem Verhältnis mit dem Toten? Glauben Sie, dass mir jemand helfen wollte? Das glaube ich nicht. Es gibt nur eine Person, die wissen konnte, dass das Filmmaterial für den Mordfall relevant ist. Der Täter. Als der Einbruch geschah, war die Leiche noch nicht entdeckt worden. Sie müssen die Kamera und den Computer finden. Dann haben Sie den Täter. Wir sollten uns überlegen, weshalb das Filmmaterial geschnitten wurde. Glauben Sie, dass Steff unmittelbar, nachdem ich gegangen war, ermordet wurde? Es deutet einiges darauf hin. Das Interview mit Ihnen wurde vor der Haustür gemacht. Dann könnte im Hintergrund der Mörder zu sehen sein, als er das Haus betritt oder verlässt. Hat Ihr Liebhaber gesagt, dass er noch jemand erwartete an jenem Nachmittag? Er sagte etwas von einem Geschäftstermin. Was für ein Geschäft könnte das gewesen sein? Er wollte Anteile an seiner Firma verkaufen. Gehörte ihm die Firma alleine? Ja, aber er hatte einen Geschäftsführer, mit dem er nicht mehr klarkam. Wenn er ihn entlassen wollte, könnte das ein Mordmotiv sein. Wir sollten gemeinsam zur Polizei gehen. Wieso sollten wir das? Um einen Mörder zu überführen. Das geht nicht. Mein Mann darf nicht erfahren, dass ich etwas mit Steff hatte. Ohne Ihre Aussage kann ich die Polizei nicht davon überzeugen, Ihr Augenmerk auf den Geschäftsführer zu lenken. Ich könnte eine anonyme Aussage machen. Sie schaute mich hoffnungsvoll an und ich schüttelte langsam den Kopf. Es verging eine weitere halbe Stunde, in der ich ihr eine Aussage schmackhaft machen wollte. Aber es nützte nichts. Im Polizeipräsidium traf ich auf einen ratlosen Polizisten. Üble Sache, Maloney. Unser Computer hat auf den Tathergang nur eine Antwort. Error. Vermutlich meinte damit die Polizei und nicht den Tathergang. Wir wissen, dass der Tote ein Verhältnis mit einer Frau hatte. Und wir wissen, dass er kurz vor seinem Tod Geschlechtsverkehr hatte. Normalerweise sollte der Computer anhand dieser Daten die prozentuale Wahrscheinlichkeit verschiedener Tathergänge berechnen. Ich tippe auf 80-90% für die Wahrscheinlichkeit, dass er von seiner Geliebten getötet wurde. Aber der Computer sagt nur Error. Vielleicht ist das der Name eines Tatverdächtigen. Machen Sie sich nur über unsere Arbeit lustig, Maloney. Dabei sind wir es, die der Justiz das Material liefern, mit dem die Staatsanwaltschaft vor Gericht bestehen kann. Mit einem echten Mörder könnten Sie eher bestehen. Was möchten Sie uns damit sagen, Maloney? Dass der Mörder in Ihrem Büro gestanden hat? Error. Sie sind keinen Schritt weitergekommen. Das überrascht mich nicht. Ich weiß, dass der Mörder bei meiner Klientin eingebrochen hat und Ihnen einen manipulierten Film zugespielt hat. Ah, und weshalb sollte er das tun? Fragen Sie Ihren Computer. Wir benötigen einen dringenden Tatverdacht. Und den gibt es nur gegen die Geliebte, nicht gegen einen unbekannten Mann. Der Mann ist nicht unbekannt. Er hat als Geschäftsführer für den Toten gearbeitet. Ah, Walter Scheidegger. Wir haben den Mann befragt, er hat ein Alibi.
Er war zur Tatzeit mit seiner Mutter Kuchen essen. Woher kennen Sie die genaue Tatzeit? Unser wissenschaftlicher Dienst hat den Zeitrahmen genau eingegrenzt. Nach 16 Uhr, aber vor 18 Uhr. Das sind 2 Stunden. Die Mutter von Herrn Scheidegger sagte aus, dass Sie um 18.15 Uhr das Café verließen, in das Sie um 15.30 Uhr eingekehrt waren. Über 2 Stunden mit der eigenen Mutter im Café sitzen? Dieser Mann ist gemeingefährlich. Das nennt sich sozial, Maloy. Das kennen Sie nicht. Sie mit anderen Menschen unterhalten, einfach so, eine gemütliche Stunde oder auch länger. Mir reicht es, wenn ich mich mit Ihnen unterhalten muss. Ich bin bereit, Herrn Scheidegger noch einmal zu befragen. Bis unser Computer repariert ist, können wir uns auch um abwegige Theorien kümmern. Er tippte auf der Tastatur, was der Computer mit seltsamen Geräuschen quittierte. Ich erklärte dem Polizisten, wie Scheidegger überführt werden konnte. Er kratzte sich am Hinterkopf und willigte schließlich ein. Scheidegger wirkte nervös, als wir ihm die Aufwartung machten. Ich verstehe nicht. Ich habe meine Aussage gemacht. Meine Mutter auch. Reine Routine, Herr Scheidegger. Sie haben sicherlich nichts dagegen, wenn diese Befragung zu Schulungszwecken aufgezeichnet wird. Aufgezeichnet? Wozu? Frau Rupf plant ein neues Sendeformat, das der Programmvielfalt dient. Genau. Das Geständnis. Menschen auf der Straße legen ein Geständnis ab. Ich bin aber kein Mensch. Ich meine, wir sind hier nicht auf der Straße und überhaupt, ich habe nichts zu gestehen. Sehr gut. Können Sie das wiederholen, wenn die Kamera läuft? Was soll ich wiederholen? Mist! Ist was mit der Kamera? Vielleicht eine Errormeldung. Es könnte sich um ein Virus handeln. Ah, nein, nein, nein. Aber diese Disk ist bereits voll. Das ist seltsam. Das ist doch die Aufnahme, die ich vor dem Haus gemacht habe. Die Aufnahme, die Ihnen bei dem Einbruch gestohlen wurde. Ich muss es verwechselt haben. In der gestohlenen Kamera war eine leere Disk. Nein, nein, das stimmt nicht. Was stimmt nicht, Herr Scheidegger? Nichts. Sie bringen mich durcheinander. Vielleicht sollten wir uns die Originalaufnahme gemeinsam anschauen. Das geht nicht. Der Fernseher ist kaputt. Die Kamera hat einen eingebauten Monitor. Ich möchte das nicht sehen. Die Sendung hat keinen kulturellen Wert. Aber wir sollten sie uns trotzdem anschauen. Meine Beiträge haben sehr wohl einen kulturellen Wert. Sie sind Teil der Alltagskultur. Herr Scheidegger ist sicherlich gespannt darauf, was bei den Aufnahmen vor dem Haus Nummer 20 alles zu sehen ist. Ich war mit meiner Mutter zusammen den ganzen Nachmittag. Dann haben Sie nichts zu befürchten, Herr Scheidegger. Soll ich die Stelle suchen? Bitte nicht. Ich möchte das nicht sehen. Sie haben die Wahl. Sehen oder gestehen? Es war einfach nur schlechtes Timing. Der Mord war schlechtes Timing. Ja, er hat mir gesagt, dass er mich entlässt und dass er die Firma verkauft. Meine Mutter hat mir gesagt, dass sie ein Darlehen zurückhaben möchte. Es kam alles zusammen. Ich war außer mir. Und als ich das Haus verließ, stand da diese blöde Fernsehtante und filmte mich. Der Vollidiot ist tatsächlich drauf reingefallen. Wer ist reingefallen? Sie haben soeben einen Mord gestanden. Genau, Maloney. Nur das Geständnis zählt. Sobald unser Computer repariert ist, werden wir ihn mit Ihrem Geständnis füttern, Herr Scheidegger. Und danach wissen wir, ob Sie zu 80, 90 oder 99% der Mörder sind. Aber er hat doch schon gestanden. Auf Menschen ist kein Verlass. Sie ändern ständig Ihre Meinung. Sie verwechseln die Menschen mit Politikern. Die Politik ist schuld an der ganzen Misere. Das sagt meine Mutter auch immer. Ihre Mutter muss Sie wegen Falschaussage vor Gericht verantworten. So, und jetzt möchte ich das Geständnis filmen. Sind Sie bereit, Herr Scheidegger? Oh ja, gerne. Sehr schön, Herr Scheidegger. Als die Kamera lief, strahlte Scheidegger mit jedem Wort mehr. Am Ende zeigte er auf die Kamera und sagte lachend, dass jetzt das Originalband überschrieben worden sei. Der Polizist versuchte ihm zu erklären, dass dies nach seinem Geständnis keine Rolle mehr spielte. Scheidegger wurde verhaftet und ich gönnte mir mit Frau Rupf einen großen Schluck. So geht das!